Bundesrätin Sommaruga, setzen Sie den Volkswillen um. Ich gratuliere der jungen SVP, dass sie den Mut hat, herzustehen für die Souveränität der Schweiz, dass endlich Volksentscheide umgesetzt werden. Macht weiter so, das ist super. Die direkte Demokratie ist das Wertvollste, das unser Land hat. Und wenn wir die Volksentscheide an der Urne nicht umsetzen, das ist das Ende der direkten Demokratie. Das ist das, wo wir dagegen kämpfen müssen. Wir müssen schauen, dass so Sachen wie die Ausschaffungsinitiative und die Masseneinwanderungsinitiative effizient durchgesetzt werden. Ich verstanden. Und danke schön vielmals für euren Einsatz. Viel kann man nicht lesen. Lienhard, lieber Dant, Benny Fischer, das ist der Samuel Mittag. Aber wem ist dir? Hey, ja. Das war eine Passantin. Passantin, ja. Sie hat es Christoph nachher geschickt. Tja, das tun wir da, oder? So, Masseneinwanderungsinitiativen und Ausschaffungsinitiativen müssen endlich umgesetzt werden. Wir haben genug Leute in Bern, die schlafen, die es verhindern. Und darum braucht es mehr junge SVPler im Bundeshaus, die das auch umsetzen. Das Rauszögern, was man jetzt macht mit diesen Initiativen, ist nicht richtig, weil es ist wirklich so, dass es brodelt in der Bevölkerung, dass man diese Themen wirklich jetzt angehen muss. Wenn der Volkswille nicht ernst genommen wird, verlieren die Leute das Vertrauen in die Politik. Und das ist Gift für die Demokratie. Darum muss der Volkswille umgesetzt werden. Volk am Bundesbern, könnt ihr uns hören?